Ja, die Alles-Handball-Tage haben in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und in diesem Jahr haben wir wieder eine sehr gute Resonanz, gerade am ersten Wochenende auch im E- und F-Jugendbereich, wie es eigentlich schon so traditionell ist. Morgen werden wir 32 Mannschaften hier oben begrüßen können. Heute im E- und F-Jugendbereich sind es 14 der kleinsten Handballer und ich denke, wir werden auch wieder ein schönes Wochenende hier verlieren. Wir treffen uns bereits 6-7 Wochen im Vorhinein, um alles hier oben auf der Platzanlage soweit vorzubereiten. Hauptsächlich geht es dann darum, dass wir die ganze Anlage hier dieses Jahr auch neu gebaut haben, da wir auch durch den Sturm Kyrill so ein bisschen geschädigt waren. Und in mühseliger Kleinarbeit haben hier ein recht kerniges Team von 7-8 Leuten zunächst erstmal den gesamten Unterstand hier wieder neu erbaut, um dann letzten Endes in den ein, zwei Wochen vor Turnierstart dann hier oben die Gesamtanlage mit Zäunen etc. dann nochmal alles hier vorzubereiten. Die NSC-Handballtage erstrecken sich über zwei Turnierwochenenden. Wir starten am ersten Turnierwochenende von der F- bis zur C-Jugend, haben in diesem Jahr knapp 60 Kinder- und Jugendmannschaften hier. Das zweite Turnierwochenende umschließt dann die B- bis A-Jugend und den Senioren- und Damenbereich. Im Senioren- und Damenbereich haben wir knappe 20 Mannschaften, die dieses Jahr hier oben wieder spannende Spiele austragen werden. Am ersten Turnierwochenende muss man ganz klar sagen, dass für die Kleinsten der Handballer hauptsächlich der Spaß im Vordergrund steht. Wobei allerdings auch schon immer auch die Kleinen der Ehrgeiz packt und natürlich einige Tore und Punkte auch geholt werden sollen. Das Rahmenprogramm erstreckt sich dann heute so weit, dass wir eine Nachtwanderung für die Kinder anbieten und abends beim großen Lagerfeuer noch ein Stockbrot backen wollen. Das hat auch den Hintergrund, dass man die kleinen Kinder auch so weit ranführt, dass man sagt, okay, in den etwas höheren Jugenden hat man dann auch noch eine breite Masse, dass so ein Vereinsleben immer schön aktiv bleibt. Die SG Hartmann-Ennest hat im Jugendbereich auch ein recht starkes und breit gefächertes Jugendwesen, wobei wir auf knapp 18 Mannschaften, die auch tatsächlich gemeldet sind, zurückgreifen. Im Senioren- und Damenbereich haben wir drei Mannschaften im Seniorenbereich, wobei die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga Staffel 6 spielt und die Damenmannschaft leider im letzten Jahr abgestiegen ist aus der Landesliga. Ja, nachdem wir im Anfang des Jahres hier oben unseren Unterstand grunderneuert haben, stehen besonders hier oben auf dem Platz noch einige Investitionen ins Haus. Zum Beispiel die gesamte Zaunanlage muss für die Disco, die am zweiten Wochenende ist, immer hergerichtet werden. Ist jetzt auch mittlerweile schon sehr alt und wenn mal ein Stück dieses Zauns kaputt ist, werden immer nur Teile zugeschossen. Und da wäre es doch schon sehr wünschenswert, dass man hier oben allgemeine Unterstützung noch erhalten könnte, gerade in Bezug auf Zaunanlage und auch vielleicht in Bezug auf die Plätze, dass man auch eventuell in ein, zwei Jahren mal wieder höherklassigere Mannschaften auf einem gegebenenfalls Kunstrasenplatz hier oben begrüßen könnte.